1. Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen, die Nachbarsbauern, ein neuer LS und immer noch derselbe Nachbar. Ja, wir sind zurück mit einer kleinen Pause. Letzte Woche ist ein bisschen ausgefallen, weil der Hüsteli hat mich überkommen. Aber hallo, Gacki, aber bitte nicht husten. Hallo, ja, ich muss aber dazu sagen, dass es nur bei Twitch ausgefallen ist. Bei YouTube waren wir ja trotz allem durchgängig zu sehen. Das stimmt, das stimmt. Weil wir so gut produziert hatten. Und da sieht man wieder, es ist dann doch gut, wenn man mal ein bisschen in Vorarbeit geht. Ja. Jetzt aber, also für dieses Projekt haben wir jetzt aber hier keinen Puffer mehr, ne? Nee, da sind wir jetzt. Ich dachte schon, wenn jetzt heute nochmal ausfällt, müssen wir irgendwie ein paar Folgen Forst vorziehen. Aber wir sind ja wieder da. Vollzählig, voller Elan und genauso blöd wie vorher. Ja, und in den letzten Atemzügen, darf man auch nicht vergessen. Ja, ich habe gerade schon so wieder ein Tränchen verdrückt. Als ich da durch meinen Hof gefahren bin, ich habe ja letzten Folge, glaube ich, habe ich oben mein eigenes Feld die Sonnenblumen gedroschen. Da bin ich jetzt schon fertig und habe die eine Mission für Feld 6 habe ich jetzt abgegeben und den Rest habe ich natürlich zu mir nach Hause in die Produktion gefahren und dann bin ich da so durch meinen Hof gefahren, dachte ich mir, ach, schon schön hier, ne? Ja. So, aber wir machen mal ein bisschen Balsam für unseren Kontostand. Ich glaube, ich kann nämlich zwei Missionen abgeben. Oder so. I don't know. Oder war das die eine Mission, die wo Kaki noch drin war? Ne, wir werden es gleich sehen. Lass mich mal die Bahn hier noch fertig fahren. Und dann, oh, wir sind Cash hier. Cash in die Dash. Ah, das kommt bei mir auch irgendwann. Das Zuckerrohr, die Baumwolle. Zuckerrohr bin ich fast fertig mit der Ernte. Da habe ich eben auch schon mal ein bisschen weiter gemacht. Aber wichtig ist jetzt hier ja, die Trauben. Aber ich hasse eigentlich das Arbeiten hier. Oh. Ich glaube, das lassen wir auch gleich sein. Halbtausende. Also, jetzt willst du wieder aufhören mit deinen Tauben. Erst angefangen. Die restlichen machen wir zu Eiswein. Ja, du wirst nicht so richtig glücklich mit deinen Weintrauben, habe ich so das Gefühl. Nee, das ist. Ich hätte mir vielleicht vorher ein kleineres Feld suchen sollen. Es war vielleicht ein bisschen viel, was ich da gemacht habe. Ja. Ich verstehe deinen Struggle. Ich bin mit beidem Feld eigentlich ganz gut zufrieden. Ja, das glaube ich dir. Jetzt stell dir mal vor, du hättest dein Feld richtig bepflanzt. Oha. Das wäre ja dann nochmal doppelt so viel Arbeit. Dann kannst du fluchen. Aber dann hättest du bestimmt irgendwie so einen Mod gefunden, so einen Heißluftballon-Mod oder so, der über das Feld hinweg fliegt und alle Tauben aufsammelt, so. Nö, braucht man nicht. Cosplay. Oh, stimmt. Das wäre natürlich auch eine Option. Wie auch immer sie das hingebracht haben. Ich habe es noch wirklich auch noch nicht getestet, um ehrlich zu sein. Aber es soll ja gehen. Bei Trauben und bei Oliven. Und haben wir den Cosplay mit dabei? Nie, ne? Nö. Ja, das wäre ja jetzt die Möglichkeit, das zu testen, ne? Ja, aber bei den krummen Bahnen bei mir hier glaube ich eher nicht. Ja, genau. Ja? Stefan, es sind ja nur Gedanken mit dem Ballon da. Fränkische Gedanken. Hä? Was soll das jetzt heißen? Nix. So, komm. Das sind die besten Gedanken, die Fränkischen. So, nach der Bahn gehen wir ins Zuckerrohr. Vielleicht schaffen wir das ja heute noch fertig zu machen und zu verkaufen.
Darf ich Zug fahren? Yay. Du darfst auch mal Zug fahren? Ja. Wild, wild, wild. Ja, ich habe da noch so eine kleine Erntemission von mir. Und ich habe dann nach dem irgendwie gefühlt 5 Folgen Baumwolle noch vor mir. Ha! Juhu. Ja, ich glaube, die gleiche Zeit brauche ich für die 26. So, guck mal, da haben wir. Ah, guten Abend, New Moon, Hallihallo. Wer schneit denn hier? Hallo. Sunder So. Blummer. Du bist meine Sonne im Bume. Das Meme hatte ich dir schon geschickt, Gagina. Oder muss ich Ja. das nochmal verteilen an euch? Nein, das hast du, glaube ich, inzwischen. Ja. Das brennt sich ins Hirn ein, dieses Meme, ne? Das Ui. ist irgendwie ganz schrecklich. Aber lustig. So, Traum abladen und ah, ja. Eine Freundin von mir, ne, die hat mir das Video gezeigt und irgendwie letztes Jahr irgendwo, egal wo wir hingeflogen sind, immer wenn wir Sonnenblumen gesehen haben, haben wir uns gegenseitig das Meme geschickt, ne? Oh, es war immer so schön. Es war herrlich. Und dann triffst du dich irgendwo auf öffentlichen Straße und du sagst dann, Hallo, gucken dich dann erstmal die Leute alle doof an, was mit dir los ist. Aber Ja. egal. Kann man mal machen. Kann man machen, das stimmt. So. Dann gibt es nämlich auch gleich mal ein bisschen Geld hier aufs Konto. Was sagst du deinem Kontostand? Was gibt es so her? Also aktuell habe ich 137.000. Und ich kann ja mal gucken, was das Zuckerrohr, also das Zuckerrohr ist so, jetzt bringt 100.000. Naja. Okay. Ja, dann sind wir ja schon wieder auf einem Level. Das kann sein, Stefan, und hallo Kesu. Aber wieso so wenig, hä? Ah doch, Ein Kisuli. 400.255. Doch, das passt. Da ist ein Kisuli. Ja. Da ist er. Kann man eigentlich Kisulis mit einem Pokéball einfangen? Hä? Oh, red nicht so komplizierte Sachen heute. Das schafft mein Kopf noch nicht. Ist dir die Pause nicht bekommen, Gagi? Bist du jetzt, hast du dein Gehirn von meinen wirren Gedankengängen befreien können und jetzt kannst du mir bei so einfachen Fragen nicht mehr folgen? So ungefähr. Das ist frech. Ach, es geht, Kesu. Also ein bisschen Husten und Halskratzen, aber sonst geht's. Du hast es gehört, Jungen. So geht's dem Gacki, dem Armen. Aber so ging es mir. Also, ja, letzte Woche hatte ich die Katze am Hals und war so irgendwie scheintot oder so. Und selbst? 2,6, das passt. Und für die Leute da draußen, die sich gerade beim Anschauen des Videos wundern, mit wem wir hier sprechen. Wir sind hier live auf Twitch, ne? Und ihr dürft gerne mal hier mal ankommen auf Meta und hier mit uns mal den Abend verbringen. Der geht Genau. ja meistens ein bisschen länger. Und genau deshalb, damit die Leute bei YouTube auch alles über alles Bescheid wissen, blende ich meinen Chat im Video mit ein. Ah. Das ist bei mir so ein Twitch-Only-Ding, weißt du? So ein Special-Ding für die Twitcher. Ja. Weil da twitchert sich's besser. Oh Gott. Es geht schon wieder los. Ich befürchte Schlimmes heute. Ja, du musst wissen, Gacki, in meinem ganzen Hirn hat sich der ganze Müll 2 Wochen lang angestaut. Das muss jetzt raus. Du wirst da heute vollgeballert mit so einem Scheiß. Oh.
Apropos Stream und gucken und so. Hast du deine Twitch-Übersicht schon bekommen Ja, oder angeguckt? habe ich schon angeguckt, ja. Ich finde es bei mir sehr amüsant, wen ich gucke. Ach, wen du, okay, steht es da auch drin? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Platz 1 mit 620 Stunden ist der Franken-Andi. Platz 2 dann nur noch mit 30 Stunden ist Glitzerpummel. Also im Grunde nur mit den Leuten, mit denen ich streame, wo ich den Chat mit offen habe. Die werden da aufgeführt. Und über die anderen beiden reden wir nicht. Die sind unwichtig. Aber fand ich irgendwie sehr amüsant. Okay. Aber was ich auch Ja. hart fand, dass ich im letzten Jahr 331 Streams gemacht habe. Das ist viel. Das ist wirklich jede Menge. Das sind mehr. Nee, wollte ich sagen, es sind mehr Dinge wie Tage, aber das geht sich nicht ganz aus. Nicht ganz. So, passt das jetzt da noch rein? Natürlich. Kannst du ansonsten mit ein bisschen Klebeband, weißt du, kannst du es ja dann Korn oben drauf kleben oder so. Ja, wir haben ja den Überladen hier nicht mehr drauf, weil Ja, der hat ja. er hat inzwischen auf der Thüringen spinnt er auch rum. Da habe ich ihn auch rausgenommen. Schade. Kesu, ich denke mal, ja. Also ich denke mal, es sollte eigentlich gehen, wenn jetzt nicht irgendwie nach den 10 Stunden hier Stream ich komplett ausfalle, aber sonst denke ich mal. Ansonsten schreibe ich auf jeden Fall morgen im Discord, wenn es nicht gehen sollte. Was, wir machen heute einen 10-Stunden-Stream? Machen wir 10 Stunden, dann sind wir durch mit dem Projekt. Weißt, dass das echt eine schlechte Idee ist, mir sowas da vorzuschlagen, ne? Ja. Nee, nee, nee. Keine 24. Ich hatte ja eigentlich so die Überlegung, dass ich heute Abend noch weggehen wollte, und dann habe ich aber festgestellt, draußen ist kalt, und dann habe ich mir das, dann habe ich das wieder über den Haufen geworfen. Aber so ein Zehner? Oh, why not? Ne? Ich meine, bis um vier. So, da ist das Zugmieten. Ja, Leute, wollt ihr einen 10-Stunden-Stream haben? Können wir mal ein bisschen hier Feedback haben? Bei dir schneit's, bei uns ist auch ein bisschen weiß zumindest. Bei uns fällt es nur. Schnitten ist es schon. So, wenn wir. Ach doch, die Zeit reicht. Hallo Zug, komm ran. Wie Okay, lang? also wir hätten hier schon einen Plus für 10. Wie sieht's bei dir aus, Gaki? Da ist ruhig. Da ist ruhig. Deine Community hat keine Lust auf einen Zehner. Das ist. Ja, ich glaube, da musst du ein ernstes Wörtchen mal mit deiner Community sprechen, Gaki. Das. Ja, Zug wird in Kürze ankommen. 7,5 Kilometer. Ja, komm. Dann können wir doch schon mal Ja. den Ernter zurückgeben. Du weißt aber, wie das in Deutschland und Zügen im Winter und so ist, weißt du? Da ist schwierig. Ja, zum Glück sind wir in Frankreich. Ach, das stimmt, das stimmt. Wir sind ja. Ja, guck mal, Aber. ich hab ein Minus hier in der. Oh, der ist jetzt aber schnell hier angekommen. Eben noch 7,5 Kilometer, jetzt steht er da. Wow. So, jetzt laden wir hier mal Zuckerrohr auf. Du musst ja eh öfters fahren, das kriegst du wahrscheinlich eh nicht alles in den Zug rein, ne? Doch, könnte passen. Ja, wobei, ne, ich bin meistens nur die Mod-Züge gewohnt. Mal Ich weiß nicht, gucken. ob das vielleicht ob du den zweiten Waggon auch noch beladen kannst, keine Ahnung. Müsste gehen, aber es wird trotzdem nicht reichen. Das passen nur, na, wie viel kriegen wir rein? 120.000, glaube ich, zumindest in den ersten. Ne, nur 90.000 in den ersten. Das ist jetzt nicht so sonderlich viel. Nö, nö, nö. So, der zweite geht auch. Haben wir dann noch was? Jetzt müssen wir aussteigen, müssen wir gucken, was haben wir denn da noch für Wagen?
Gut, Ja, ich. Rumwagen wird schwierig mit Zuckerrohr, glaube ich. Naja, naja, gut, du kannst es mal da aufschütten, Aber aber. der letzte, der vorletzte vielleicht, das ist so ein Ja, ich. Kesselwagen. Oh, das ist eine Stromleitung, Hilfe. Gucken wir mal. Der Wagen ist doch aber eigentlich eher so für flüssig und so, ne? Wir probieren es aus. So, 210 habe ich schon mal drin. Wenn nicht, füllst du dann einfach ein bisschen Wasser mit dazu, da hast du halt Zuckerwasser. So, okay. Ja. Jetzt wird es dann schon schwierig zu finden, wo ist der Wagen? Oh, jetzt Ja, muss ich ne, erstmal das ist gucken, warte nicht. mal. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Deckel auf. Ne? Noch ein Stückchen vor. Es geht, also in den hinteren geht auch noch sowas rein. Aber ich Die Lichter kenne aber okay. es wird trotzdem nicht reichen. Das ist das Problem. Ja. So, dann haben wir die letzten Sonnenblumen hier untergezwirbelt. Dann müssen wir jetzt ja nur noch Soja ernten. Ja, ein Klacks. Aber wenn wir heute einen Zehner machen, dann kriege ich mein Sojafeld auf jeden Fall geerntet. Ja, 300.000 kriege ich in den Zug rein. Oha, das ist trotzdem jede Menge, ne? Ja. So, dann kann man jetzt Ernte. Hole ich jetzt den Anhänger noch ab oder mache ich das mit dem Schlepper? I'm not sure. Tut, tut. Eigentlich könnte ich das schnell machen. Warte mal, ich könnte den vielleicht noch ausschalten in der Sonne. Sprit ist jetzt auch nicht so Und günstig. eigentlich bin ich ja auch wieder doof. Ich Ja? fahre na klar von der Ladestelle da unten vorwärts weg und fahre nicht rückwärts die 5 Meter zum Ausgang, sondern wir fahren weit über die Karte. Ja, ist doch auch mal schön. Man muss sich aber auch mal ein bisschen, man muss auch mal ein bisschen sich die Gegend angucken. Ist doch völlig Ja. okay, Kaki. Außerdem, wenn man schon mal Zug fahren darf, ne, muss man das auch ein bisschen ausnutzen, ne? Stimmt. Stimmt, das muss ich auch mal ausprobieren. Was denn? Im letzten Update von Autodrive hat es geheißen, Autodrive kann jetzt auch Züge steuern. Was? Ah ja, dass du quasi einen Kurs erstellst, schätze ich mal, und dann, dass er eben die verschiedenen Abgabestellen selbst anfährt und anhält. Der Kaki wollte nur Zug fahren. Ja, das Ja. kann man aber nachvollziehen, ne? Ich meine, wir Männer, wir wissen das, wir verstehen das, wir haben da. Ja, ich meine, Zugfahren ist schon toll. Ich glaube, es gibt keinen Mann, der im La seinem Leben noch nie Lokführer werden wollte. Das stimmt. Ah, guck mal, ich bin schon da oben. Ah, ne, hier ist keine Baumwolle mehr. So, ach, guck mal, kein Auto, hervorragend. Es ist auch frei, das Feld hier. So, und Abflug. Abflug? Jetzt schmeißt er mich gleich aus dem Zug hier. Hab gedacht, du fährst Zug. Wie kannst du da fliegen? Verwirrt, Ich Gacki. darf nur Nahverkehr machen, den Fernverkehr macht jetzt ein anderer Lokführer gleich. Bumm. Und der Ja. fliegt da mit dem Zug wohin? Tja, 76.000 Euro habe ich bekommen. Yay, ich bin reich. Aber Züge können nicht fliegen. Lüge. Fliegen. Flügen, fliegen. Der hat doch gar keine Fluggenehmigung. Da musst du doch pilotieren. Oh. Ja, Stefan, es ist halt Zuckerrohr, es ist nicht viel wert, das kennen wir ja. Ja, So. dafür ist es viel. Und wir machen ja, eigentlich war das Zuckerrohr für die Zuckerfabrik gedacht, aber da wir eh aufhören, verkaufe ich das jetzt einfach. Und wir warten auf Ich den habe nächsten Zug.
Okay, 2,4 Kilometer. Das ist nicht weit weg. Komm! Ich will es gar nicht wissen. Ich mache wichtige Dinge. Oder so. Irgendwie habe ich mich vielleicht ein bisschen festgefahren. Bin mir noch nicht so ganz sicher. So, hallo Zug, wo bist du denn? Du musst doch hier irgendwo hier gleich erscheinen. Irgendwie ungut hier, was ich hier gerade mache. Du machst Jetzt komm. Flügelmissionen. Ist auch gut. So, aber liebe Leute, bevor ihr das Drama hier noch weitergeht, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn das hier alles repariert ist. Oh Gott, das wird immer schlimmer hier. Lasst ein Like da und bitte, bitte keine Nachfragen. Geht ja einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, genau. Morgen um 12 Uhr geht's weiter. Einfach vorbeigucken. Würden uns freuen. Und damit sagen wir auch Tschüss, ciao und bis dahin.